Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatiker 2 Expert Skyblock. In der letzten Folge haben wir einen Satelliten gebaut und unseren Miner losgeschickt und unser Miner müsste jeden Moment wieder da sein. Oh, in 5 Sekunden. Das ist gutes Timing. Ich habe in der Zwischenzeit auch hier mal ein bisschen mich aufgefüllt. Wir haben jetzt genug Sauerstoff für immer. Glaube ich. So, schauen wir mal, wo ist er denn? Da kommt sie runter, unsere Rakete. Man sieht die, glaube ich, erst aber relativ knapper Bodennähe. Ja, erst wenn sie hier so in die Atmosphäre eintritt, erst da fängt die Atmosphäre an. Ja, genau. Ah, da hat man jetzt perfekt gesehen, hier haben gerade die Bremsraketen gezündet. Darum sieht man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Jetzt kommen sie hier langsam wieder runter. Ja, ich würde sagen, hier, wir machen SpaceX, alle Ehre. Das ist Recycling, wie man es sich wünscht. Ich hoffe, die wird nicht automatisch wieder betankt, weil das möchte ich ausnahmsweise nicht. Oh, es hat aber funktioniert. Wir haben uns hier das Star Metal Ore gegeiert. Nice. Star Metal Ore. Das ist nämlich relativ selten, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Läuft. Das ist Sample. Weg damit. Wir brauchen keine so große Rakete gerade mehr. Ein bisschen staubig hier. Wenn man mich fragt. Eieiei. Ne, ich sehe ja nichts mehr. Wir müssen warten, bis der Staub sich ein bisschen gelegt hat. Da kommt die Staubwolke weg. So, perfekt. Feinstaubbelastung war gerade ein bisschen hoch. Aber ist nicht schlimm. Hab's nur in der Innenstadt gestartet. Da sind keine Menschen. So. Dann brauchen wir eine Satellite Bay. Also es kann auch sein, dass ich das jetzt völlig falsch mache, ne? Das will ich nicht verschreien, aber ich mache es mal genauso wie mit einem Satelliten. Satellite Bay drauf, Raumstation rein, Start, fertig. Anders, ne? Und da, ja, da stand irgendwie, wir verlieren die Rakete sowieso, ist auch egal. So. Dann, nee, nicht die Space Station, sondern die Rocket. Ach, direkt auf Bild drücken, komm. Was soll der Geiz? Einmal durchrasseln. Flup. Clear for Liftoff. Okay, da müssen wir jetzt nochmal Bild. Also wir haben auf jeden Fall mehr als genug Fuel. Das ist schon mal gut. So, Rakete ist assembled. Dann kommt hier eine Space Station rein. Als Satellit, die ist scheinbar auch nicht gerade schwerer, also soweit kein Problem. Ah genau, wir brauchen ein neues Linking Tool. Linking. Link? Da hinten. Ach, einen neuen Linker. Entschuldigung. So, zack, gelinkt. Ha, da haben wir die Rakete aber gelinkt. Ja, ich weiß, dass es schlecht war. Okay. Wird befüllt. Weg, weg, weg. Space Station ID-Chip brauchen wir nachher noch. Wenn wir uns selber gleich in den Orbit befördern. Aber erstmal die Raumstation. Ja. Gut, viel Spaß. Ich denke, so müsste es passen. Tschüss, Raumstation, mach's gut. Und weg. So. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Engine. Und Fuel Tanks.
und einen Sitz. Können uns natürlich den vom Mond holen, aber passt schon. Ja, und einen Guidance-Computer. Genau, Space Station ID-Chip. So, unseren Teleporter brauchen wir noch. Portable Teleporter auch wichtig. So, also Rakete ist weg. Space Station ist deployed. Hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann Guidance Computer und einen Sitz. So, ich denke, so ist in Ordnung. Wir setzen uns einfach auf die Space Station drauf. So, können wir das so bilden? Wahrscheinlich schon, ne? Build complete. Jawohl. Space Station ID. Gut, dann müssen wir die auch betanken. So. Warten auf Betankung. Dann fliegen wir einfach da oben mit. Ich meine, ist ja nichts bei, ne? Ist ja nichts bei. Einfach mal oben auf so eine Rakete drauf sitzen und ab geht's. Das sehe ich jetzt nicht so das Problem. So. Okay, wir haben scheinbar schon wieder keinen Treibstoff. Ich habe da so ein Gefühl. Möglicherweise hat sich hier schon wieder was auf. Aus irgendwelchen Gründen hat sich hier schon wieder das Zeug hier umgewandelt. Es ist ein Drama. Seht ihr, wir haben hier nichts drin. Dump, dump, dump. Ja, jetzt kann ich ja wieder nichts reinlegen. Was ist denn das? So, weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Seht ihr? Selbst wenn es nicht mehr laufen kann. Ist das Zeug hier drin? Was ist denn das für ein Mist? Void? Ich kann es auch per Hand nicht reinlegen, lustigerweise. Ich habe echt keinen Plan. Aber ich glaube, wir haben genug Treibstoff jetzt. Das ist so ein blöder Bug. Nervt mich ja nur ein bisschen. Oh, das wird schon reichen. Hier, komm. Ich würde sagen, Houston, wir starten heute mit weniger. Ich meine, wir müssen nur in die Atmosphäre. Ich glaube, wir haben alles dabei, ja. Sonst nichts. Also, kein Problem. Jetzt können wir eh nicht immer abbrechen. Ich meine, im schlimmsten Fall, falls der Treibstoff wirklich nicht reicht, fliegen wir wieder runter, ne? Vielleicht ein bisschen unbequem, das weiß ich nicht, aber ja doch, Treibstoff, glaube ich, reicht locker easy aus. Und es lädt. Okay, wir landen scheinbar jetzt irgendwie, irgendwo, irgendwann. Fängt irgendwo die Zukunft an. Es dauert nicht mehr lang. Was ist das?
Bin verwirrt. Wir landen wieder auf der Erde. Ah nee, okay. Sollte das die Erde sein? Okay, jetzt sind wir im Nichts. Und da ist unsere Space Station. Ja, nice. Und hier ist... Also ihr wisst genau, dass wir das so nicht gebaut haben. Kann man die Rakete im Ganzen abbauen? Nee. Hätte mich auch gewundert. Disassemble. Wir brauchen keine Rakete mehr. Die ist nur im Weg. Space Station ID Chip. Das ist eine gute Sache, glaube ich. So. So, hier in die Mitte kommt ein Teleporter. Und das hier ist die USS Pixel. Wow. Wow, ich bin so unfassbar kreativ, ich weiß. Es ist der Wahnsinn. Gut, wir haben hier Wireless out of Ranger, wir haben... Hä? Haben wir eine Infinity Booster Card? Nee, die wäre hier. Ich hinterfrag das mal nicht, ne? Offenbar funktioniert es halt irgendwie so. Okay. Also, wir sind out of range, aber haben Zugriff auf unser System. Nice. Wir bräuchten am besten einen Gravity Controller. Damit wir hier ein bisschen Gravity haben. Okay, wir haben keinen Piston. Piston? Doch, haben wir. Okay. Ich bin zu dumm zum Schreiben. Gravity Controller? Station Gravity Controller? Eine Machine Structure und ein Block of Redstone. Machine Structure und ein Block of Redstone. Gravity Controller. Artificial Gravity 0,1G. Maximal Gravity Change Rate 0,1. Target Gravity. Ah, guck mal. Wir haben jetzt mittlerweile... Ach, die Sonne wird jetzt gerendert und die Erde wird gerendert. Ach, schön. Ist es. Ich meine, wir haben aktuell eh noch keine Luft hier drin. Von dem her ist egal. Und das hier ist also die Minecraft-Erde. Und da ist die Sonne. Und wir laufen hier draußen rum, weil das überhaupt kein Problem ist. Kosmische Strahlung existiert quasi nicht. Ach, guck. Und wenn ich das jetzt da dran setze. Oder so. Also es muss wahrscheinlich schon irgendwie hermetisch abgeschirmt sein, aber... Ich habe auch keine Ahnung. Braucht das Strom? Point. Ich finde es lustig. Out of range, aber alles gut. Ja. Oder wir machen mal ein Netzwerk dran. Ja, offenbar braucht er auch keinen Strom. Der Gravity Controller macht mich fertig. Ah, wobei, wir haben jetzt hier Gravitation. Ach nee, wir haben jetzt... Ah, Nullpunkt. Achso, und das ist dann 1G quasi. Warum ist das hier wieder rot? Ah, okay, 0,7G. Verstehe. 0,8G. Und
quasi ein G. Und warum ist das jetzt ein Problem? Keine Ahnung, aber ein G ist okay. Also ich mag ein G. Gut. Ja, damit würde ich sagen, haben wir eine Raumstation. Wir haben hier einen Teleporter. Und können uns jederzeit hier hin teleportieren. Da ist sie, die USS Pixel. Die werden wir aber im Livestream bauen, denke ich. Das wird nämlich... Also ich hätte schon Bock, ein fettes Raumschiff zu bauen. Nachdem unser letzter, im letzten Projekt, unser letztes selbstgebautes Raumschiff in Anführungsstrichen, also unser Satellit, sagen wir mal einen schwierigen Abgang gemacht hat, nennen wir es mal so, glaube ich, wäre es schon ganz toll, wenn das jetzt nicht mehr passieren würde. So. Ja. Space Station. Brauchen wir nicht mehr. So. Aber wir müssen auch mal unsere Insel ein bisschen schöner machen, die ganzen Basalt. Was ist denn eigentlich mit Basalt? Was ist denn eigentlich mit Basalt? Wir brauchen mal eine richtig fette Basaltproduktion. Wieso haben wir eigentlich einfach eine Basaltessenz? Woran scheitert's? Aha. Prudentio montiert 2 Crafting Seeds. Okay. Wir haben doch alles automatisiert, oder? Ich kann auch hier einfach sagen, Tier 2 Crafting Seed, bitte machen, danke. Und dann Prudentium. Brauchen wir auch 4 Stück, bitte machen, danke. So, und jetzt Basalt Seed. Basalt. So, da ist einer. Dann gehen wir jetzt hierher und speichern den ein. Und dann bauen wir den an. Und dann wächst er hier. Und wird nicht abgesaugt, weil... Oh. Unsere Produktion hier hat offenbar ein ernstes Problem. Wir haben keinen Strom mehr. Ender Energy Conduit. Ja, bei der Gelegenheit können wir das ja gleich ein bisschen upgraden hier. So. Ich würde mir wünschen, einfach das mit irgendwie mit Shift rechtsklicken. Ja, das geht nicht. Oder mit Steuerung oder so. Nee, geht auch nicht. Alles Zusammenhängende oder so ersetzen kann. Oder irgendwie anders, dass es einen Cable Exchanger oder so gibt. Mit dem klickt man drauf, dann sagt er, wollen Sie wirklich 300 Kabel ersetzen? Dann sagst du, jo, please do it now. Und dann macht er das. Das wäre schön. So, jetzt haben wir hier halt so ein bisschen ein Gefummel, aber geht schon. Zack, 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 zack. So, so, so. Ich glaube, jetzt haben wir eh direkt alles ersetzt. Wir haben ja hier nicht so viele Stromleitungen, ne? Das ist das Gute. So, und dann kommt dann Pointen. Haben wir eh noch einen übrig. Der von der Space Station gerade, glaube ich. So, und jetzt geht hier richtig die Party ab. Wir hatten wahrscheinlich schon Probleme wegen der Essenz, weil da nichts mehr abgefarmt wurde. Und hier auch nicht. Scan wieder lös. Basalt-Essenz. Gleich rein damit. Keine Sieb, eine Essenz. Okay. Watering. Was ist denn hier mit diesen Watering-Cans eigentlich? Warum kann ich hier keine so Premium Watering Can haben? Aha. Inferium Fertilization Core. Fertilization Core. Wisst ihr was? Wir automatisieren den ganzen
das ganze Gedöns mal. Ich glaube, so eine Gießkanne ist vorübergehend gar nicht so schlecht. Und falls doch, wissen wir wenigstens, dass es schlecht ist. Die leise. Sie. Ja, hier halt die Dinger. So, zack. Die brauchen ja immer das vorherige Tier dafür, ne? Genau. Aber das scheint bisher jetzt nicht so übertrieben teuer. Das ist einfach nur fummelig, alles zu machen. So. Watering Can. Inferium Watering Can. Theoretical Infinite Water Source. Ah ja. Ah ne, brauchen wir gar nicht. Sehe ich gerade. Wir können dann direkt die machen. Wir brauchen nur diese Theoretical Infinite Water Source. Die Water Essence braucht. Okay, das könnte eventuell ein Problem geben. So, das belegt hier natürlich jetzt wieder die halbe Welt an Assemblern. Und theoretisch können wir das alles einmal reinlegen, dann craften, dann wieder rausnehmen. Aber wer sind wir denn, dass wir sowas rausnehmen? Water Seeds. Okay, wir brauchen ein Tier 1 Crafting Seed. Und wir brauchen Water Buckets. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, ganz viel von den Water Seeds zu haben. Von der Water Essence. Was ist denn, was kann man denn mit Water Essence Tolles machen? Clay zum Beispiel, das ist doch toll. Man kann damit Clay machen, man kann damit Aluminium Seeds machen. Und man kann damit Wasserbuckets auffüllen und man kann theoretisch unendliche Wasserquellen damit machen. Also ich würde sagen, das sind sehr viele Punkte, die dafür sprechen. So, wir machen das hier. Hier ist ein Dice-Seed. Hier kommen dann lauter so Unsinn rein. Also mit Unsinn meine ich halt so kleine Scheiß. So, und wir brauchen 5 von den Seeds, ne? Wie sieht's aus mit Basalt? Davon haben wir jetzt 4. Aber keine 9 Seeds. Aber gut, die können sich ja nur vermehren. Müssen es nicht. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht abgepumpt. Hä? Die abgepumpt? Ne, die machen das da. Hä? Ah, ne. Okay. Dann rein da. So, dann haben wir da einen. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir schon mal Water Essence. Jetzt brauchen wir nur noch 4 weitere. Und wie heißt das nochmal? Base Essence Nugget. Base Essence Ingot. Können wir schon mal 2 machen. Und einmal Nuggets. So, wie viele Prosperity Shards haben wir eigentlich? Nur noch 129, aber wir haben eine Menge Ore. Also passt das schon. So, dann haben wir Taunium Seed, Rock Crystal Seed. Das ist schön. Das gefällt mir gut. Hier haben wir Dragon Egg Seeds. Sehr gut. Sehr gut. So, Water. 2. Da müssen wir den jetzt so ein bisschen arbeiten lassen, ne? Dann haben wir endlich mal so, ja, eine Produktion für Basalt halt, ne? Basalt. Wow, 24 gibt es. Das ist nicht schlecht. So, Basalt. Dann kann man hier zum Beispiel 100 Basalt machen. Also könnte man theoretisch irgendwann mal.
Aber mit den Molekularsemblern sieht es grundsätzlich nicht so optimal aus. Also wir brauchen mehr Molekularsembler. Water Essence. Also ich würde diese Watering Can gerne jetzt noch fertig kriegen. Wenn es geht. Shoppen kurz, aber das passt schon. So, dann nehmen wir die hier. Ich meine, die boostet schon. Es würde mich wirklich sehr interessieren, wie sehr die andere dann gleich boostet. Und wehe, das lohnt sich nicht. Dann werde ich aber. Wen werde ich dann? Okay, ist schon wieder fast leer. Zack, 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 zack. Und dieses Nachfüllen, ich glaube, das fällt dann auch weg. Und möglicherweise kann man das sogar irgendwie automatisieren dann und dann richtig auslasten. Das wird sich auch noch zeigen. So. Und wir haben 5. Perfekt. Watering Can. Do it. So, und in wenigen Sekunden müsste. Okay, der Nether ist da, braucht ein paar Sekunden länger, weil dafür noch kurz ein Wither geschlachtet werden muss. Vollautomatisch. So. Und jetzt haben wir eine Supremium 9x9 Watering Can. Jetzt bin ich gespannt. Schneller, aber haut mich jetzt nicht so sehr vom Hocker, muss ich sagen. Haut mich jetzt nicht so sehr vom Hocker. Okay, wir haben hier noch. Ah, den brauchen wir gar nicht. Basalt würde mich das eher interessieren. Ja, genau. Hier noch ein zweiter Basalt-Seed. Basalt, Basalt. Doppelt Basalt. Gut. Dann haben wir doppelt Basalt. Wir haben diese Watering Can. Und als letzte Amtshandlung gehen wir hier rein. Wir haben Wood, viel, gut. Sagen es. Nee, wir rechnen es aus. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 mal 8. 29 mal 8, wenn ich mich nicht verrechne. Also 232. Das heißt, wir sagen Molecular Assembler. Mach einfach mal 250 Molecular Assembler. Dann sagt er, okay, er braucht 8080 Holz und 1000 Stone Bricks. Das ist in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. 12.000 Crafting Table, Alter. 12.000 Crafting Table. Uff. Naja, viel Spaß damit, ne? 48.000 Wood Planks. Das dauert länger als 18 Minuten. Das sage ich euch. So, dann können wir in der nächsten Folge oder im Stream mal gucken, wie es läuft, wie wir im Stream beschäftigt sein werden mit der ganzen Space Station Geschichte. Aber zumindest werden wir dann hier, wobei das ist ja dann schnell gemacht, hier unsere ganzen Molecular Assembler auf upgraden können, so wie den ersten hier. Die sind dann nicht nur deutlich schneller, weil hier sieht man ja, die Rezepte werden hier vierfach gleichzeitig gecraftet, das geht also viel schneller, sondern wir haben auch noch zusätzlich zwei Türme und damit 16. 16 neue Interfaces, in die wir Zeug reinlegen können. Cool. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge oder im Stream. Bis dann. Tschüss.